1. November 1755, Lissabon, Hauptstadt von Portugal. Es ist Allerheiligen und die katholisch geprägte Stadt bereitet sich auf die Feierlichkeiten vor. Stadt und Hafen sind, wie fast jeden Tag in der damaligen Weltmetropole, in vollem Betrieb, als um 9.40 Uhr ein gigantischer Erdstoß die Stadt und die gesamte Region erschüttert. Heute schätzt man die Stärke des Bebens auf 8,5 bis 9 auf der Richterskala. Eine Stärke von 9,5 oder mehr gilt als nahezu unmöglich. In kurzen Abständen folgen ein zweites und ein drittes Beben. Kirchen, Paläste, Brücken und Türme stürzen in sich zusammen und eine gewaltige Staubwolke verdunkelt den Himmel. Man schätzt, dass schon in den ersten Minuten des Bebens mehr als 18.000 Gebäude einstürzten und 25.000 Menschen ums Leben kamen. Aufgrund von vielen offenen Feuerstellen, die jetzt durch Trümmer, Holzbalken und Einrichtungsgegenstände gefüttert werden, geht die Stadt in Flammen auf. Darunter auch die Staatsbibliothek mit ca. 70.000 Bänden. Die Flammen wüten nach dem Beben noch 5 Tage und Nächte. Viele Menschen versuchen damals, sich vor den Flammen an den Hafen zu retten, wo sie von mehreren bis zu 15 Meter hohen Tsunamiwellen überrascht werden. Die Erschütterung war in ganz Europa bis hinauf nach Finnland zu spüren. Wasserstände stiegen an vielen Orten in Europa so sehr an, dass in den Häfen Schiffe aus der Verankerung gerissen wurden. In Luxemburg stürzt eine Kaserne ein und mehrere Soldaten sterben. Fast 20 Meter hohe Tsunamiwellen überspülen viele Küstenteile Nordafrikas und selbst die englische Südküste wird noch von 3 Meter hohen Wellen erreicht. Heutigen Berechnungen zufolge befand sich das Epizentrum des Bebens ca. 300 Kilometer südwestlich von Lissabon, etwa auf der Höhe der Straße von Gibraltar im Atlantik. Insgesamt verlor die 250.000 Einwohnerstadt Lissabon etwa 60.000 Menschen. Um Gottes Willen, was ist's mit uns? Sind wir allein auf der Welt? Ist alles verschwunden? Hat die Böe denn alles gedrückt in die Tiefe des Meeres binnen weniger Minuten? Sehe ich nicht die wohlbekannten Felsenufer, das Kastell von Belem, die goldenen Zinnen von Mafra? Ich würde glauben, wir seien verschlungen vom Meere. Während meines Studiums hatte ich einen Professor der Philosophie, der vom Erdbeben von Lissabon nahezu besessen war. Wenn er am Ende eines Semesters fragte, was das singuläre Ereignis war, das die europäische Geistesgeschichte vor dem 20. Jahrhundert geprägt hat, kam die Antwort, das Erdbeben von Lissabon, von den meisten Studierenden wie aus einem Mund. Wieso er und viele andere dieser Katastrophe einen so starken Einfluss zuschreiben, erfahrt ihr in diesem Video. Das Erdbeben von Lissabon, eine der größten Naturkatastrophen der europäischen Geschichte, kennen wir heute fast nur aus philosophischen, literarischen und theologischen Deutungen. Von diesem 1. November 1755, der das Leben und die Geistesgeschichte Europas so nachhaltig erschütterte, dass er noch heute in Katastrophendiskursen als Beispiel herangezogen wird, stehen uns kaum Augenzeugenberichte zur Verfügung. Das Zitat aber, das ihr eben gehört habt, ist ein Auszug aus einer vor gar nicht allzu langer Zeit im Jahr 1991 durch die Philologin Marion Erhardt in Portugal aufgetanen Familienchronik. Die zitierten Worte stammen von Johann Jakob Moritz, der am 1. November 1755 als Disponent in einem in Lissabon ansässigen Hamburger Handelshaus tätig war und zum Zeitpunkt des Bebens gerade auf einem Schiff den Hafen verlassen hatte. Ohne es zu ahnen, hinterließ er mit seinen Worten einen für uns wertvollen Einblick, der eine Idee davon vermittelt, wie die Menschen das Beben damals erlebt haben. Was sich vor seinen Augen ereignete, muss auf ihn im wahrsten Sinne des Wortes apokalyptisch gewirkt haben. Plötzliche Windstille, fernes Grollen eines nahenden Gewitters, blickten die Seefahrer angstvoll umher nach der fast gänzlich verschwundenen Sonne. Hoch auf erhob sich das Meer, im heftig zuckendem Stoße sank das Schiff zur Seite in die Tiefe und während von schwarzer Flut begraben zu sein, ward es im selben Momente hoch in die Luft erhoben. Das Erdbeben von Lissabon erfährt als Ereignis eine bis dahin beispiellose Verbreitung und Wirkung. Von Voltaire über Rousseau bis zu Goethe, Immanuel Kant und selbst Theodor W. Adorno über 200 Jahre später hält es Einzug ins europäische Denken und Gedächtnis. Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im Tiefsten erschüttert. Am 1. November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Ja, vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet.
Um den Einfluss zu begreifen, von dem ich hier spreche, müssen wir uns vor Augen führen, welcher Zeitgeist damals, zumindest in relevanten Teilen, unter Europas Intellektuellen herrschte, nämlich der Geist der Aufklärung. Dem Verstand des Menschen wird ein zunehmend hoher Wert beigemessen und man will ihn befreit sehen von totalitären Systemen und alten Dogmen. Es gibt ein Vertrauen darauf, dass die Menschheit sich durch eben jenen Verstand in eine gute, in die richtige Richtung entwickelt und fähig ist, eine nach rationalen Maßstäben durch Gott erschaffene Welt zunehmend zu begreifen. Der englische Dichter und Schriftsteller Alexander Pope fasst diesen Optimismus in Hinblick auf die menschlichen Verstandesfähigkeiten in nur zwei Zeilen, die er zu Isaac Newton verfasste, gut zusammen. Natur und der Naturgesetze lagen in dunkler Nacht. Gott sprach, Newton sei, und sie strahlten voll Pracht. Die Philosophin Susan Nyman schreibt in Das Böse Denken: In einem Zeitalter, das erst noch zwischen harten und weichen Wissenschaften unterscheiden musste, war die Erwartung, jemand würde für den Geist leisten, was Newton für die Materie schon geleistet hatte, geradezu trivial. Beides war schließlich ein Teil der Welt, der seiner Erklärung harrte. Zugrunde liegend ist hier also ein unerschütterlicher Fortschrittsglaube und Optimismus. Und an das Vertrauen, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt, schließt der Glaube an, dass die Welt, wie sie ist, richtig ist. Denn sie führt zum Besseren. Alexander Pope schreibt in seinem Essay of Man in Bezug auf die Welt: Whatever is, is right. Was auch immer ist, ist richtig. Oder kürzer: Alles ist gut. Wieder erhoben, erzitternd in allen Planken und Fugen, floss das Wasser vom Vordecke, mit sich führend alles, was noch nicht gehörig befestigt war. Noch ein oder einige schwache, zuckende Stöße, wer zählte sie in der Angste des Todes, des schwarzen Meeres, welches ohne Welle in langen Schwingungen sich senkte und hob. Mit dem Erdbeben von Lissabon wird dieses Denken für viele Gegner dieser optimistischen Perspektive in seiner Naivität entlarvt und es erwächst eine neue Theodizee. Dieser durch Gottfried Wilhelm Leibniz geprägte Begriff beschreibt den Versuch, die Frage zu klären, wie die Vorstellung eines gütigen Gottes mit dem Bösen in der Welt vereinbar ist. Eine Debatte, unter der durch das Beben naheliegenderweise neues Feuer entfacht wird. Nach 1755 stand man nun im Rahmen der Aufklärung zusätzlich vor der Frage, wie das Vertrauen auf die Vernunft und die Fähigkeit des Menschen, eine sinnvoll eingerichtete Welt und Natur zu begreifen, vereinbar mit Ereignissen wie dem Erdbeben von Lissabon ist. Zuvor schien jede neue Entdeckung verständliche Regeln in der Natur aufzudecken und zeugte von den menschlichen Verstandesfähigkeiten und deren harmonischem Zusammenspiel mit der Natur. Wunder über Wunder. Gott hatte den menschlichen Verstand und eine natürliche Welt geschaffen, die genau und vollkommen aufeinander abgestimmt waren. Jede neue Entdeckung trug zum wechselseitigen Ruhm beider bei. Nun passierte aber etwas so völlig Unbegreifliches, etwas, dem der Verstand nicht im Entferntesten gewachsen schien. Voltaire zählt zu den bekanntesten Stimmen, die schon nach kürzester Zeit auf das Ereignis in Lissabon reagierten. Er schrieb noch 1755 sein Gedicht Poème sur le désastre de Lisbonne, das den auf den eben beschriebenen Optimismus und auf Alexander Pope anspielenden Untertitel trägt: Prüfung des Satzes, alles ist gut. Er beginnt das Gedicht mit den folgenden Versen: Ihr Unglücklichen und euer Leid seid zu beklagen. Du entsetzliche Ansammlung, ach, aller Plagen. Schmerz, der sinnlos doch ist, aber ewig nicht ruht. Philosophen irrend sagen, alles ist gut. Kommt, das Unglück bedenkt. Mit Candide oder der Optimismus veröffentlicht er außerdem 1759 eine Satire, die sich gegen die optimistische Weltsicht besonders von Leibniz wendet, im Angesicht des Erdbebens von Lissabon und des kurz darauf einsetzenden Siebenjährigen Krieges. Vor allem durch Voltaires Schrift und Goethes Autobiografie, aus der ich oben zitiert habe, hält sich bis heute die Deutung, die Katastrophe von Lissabon habe für einen klar definierbaren Bruch in der Geistesgeschichte gesorgt, die optimistische Aufklärung beendet und den Übergang in die Neuzeit eingeläutet. Betrachtet man allerdings aktuellere Forschungsarbeiten zu dem Thema, erscheint diese Perspektive übermäßig literarisch und verklärt. Jean-Jacques Rousseau etwa, eine andere große Stimme der Zeit neben Voltaire, nimmt schon damals eine völlig andere, zivilisationskritische Perspektive ein und hält an einer Möglichkeit des Verstehens fest. Er meint, dass die Katastrophe von Lissabon
mit all ihren Folgen überhaupt nicht als ein rein natürliches Ereignis betrachtet werden kann, im Sinne von einem sinnlosen Schmerz, wie Voltaire es in seinem Gedicht schreibt. Denn nach Rousseau trägt der Mensch eine Mitverantwortung. Hätte dieser sich nicht entschlossen, dicht an dicht in riesigen Gebäuden zu leben, wären die Folgen des Bebens sehr viel geringer ausgefallen. Die Essenz des hier entstehenden Konflikts im Denken beschreibt Susan Neyman in Form von zwei Standpunkten. Rousseau besteht darauf, dass die Moral es verlangt, dass wir versuchen, das Böse verständlich zu machen. Es muss also in das rationale Denken der Aufklärung eingehegt werden. Voltaire meint, dass gerade dieser Versuch moralisch nicht zu rechtfertigen ist. Wir dürfen Leid und Zerstörung nicht rationalisieren. Die aus dem Ereignis erwachsenen intellektuellen Konflikte zeigen uns deutlich, wie das Erdbeben von Lissabon 1755 das Denken in Europa beeinflusst hat. Allerdings wäre, wie angedeutet, eine Perspektive, die sich auf die philosophische, literarische und theologische Bearbeitung der Ereignisse beschränkt, sehr verkürzt. Unfern befand sich das zweite Schiff mit gebrochener Oberstange, kaum zu erblicken im braungelben Lichte. Vom Lande her schien dumpfes Grollen eines fernen Gewitters zu tönen. Gerhard Lauer verweist 2008 darauf, dass man mit der Deutung des Erdbebens von Lissabon als singuläres Ereignis, das aus sich selbst heraus das Denken des 18. Jahrhunderts verschob, vorsichtig sein muss. So widerspricht er Susan Neyman mit ihrer Behauptung, das Wort Lissabon sei von den Menschen im 18. Jahrhundert wie das Wort Auschwitz von den Menschen im 20. Jahrhundert verwendet worden. Also ein Begriff, der ein Ereignis beschreibt, das in einem großen Teil der Gesellschaft als Zäsur der europäischen oder sogar der Weltgeschichte verstanden wird. Eine Verbindung, die 1966 auch schon Theodor W. Adorno herstellte. Für diese Auslegung gibt es nach Lauer keine Belege und es weist nach ihm heute mehr darauf hin, dass es sich bei dieser Deutung der Ereignisse als ein, wie Goethe schrieb, Dämon des Schreckens, der seine Schauer über die Erde verbreitet, eher um literarische Konstruktionen handelte. Die wahre Bedeutung des Bebens und seine Folgen seien noch einmal deutlich komplexer. Ein Punkt unter vielen, der laut Lauer dabei in Deutungen zum Erdbeben von Lissabon übersehen wird, sind die Medien. Um aus dem Ereignis ein epochales Moment der Geistesgeschichte zu machen, musste mehr dazu kommen. Einer der Faktoren dafür waren die Medien. Seit den ersten Einblattdrucken des 16. Jahrhunderts und dann in den Zeitungen des 17. Jahrhunderts gehören Meldungen über Naturkatastrophen und außergewöhnliche Naturerscheinungen zu den bevorzugten Themen. Lauer beschreibt als Indiz dafür, dass der Katastrophe von Lissabon bewusst und strategisch viel Aufmerksamkeit durch die Medien gewidmet wurde, unter anderem, dass besonders der Druck von Bildern im 18. Jahrhundert sehr teuer war, dass aber trotzdem eine große Menge an Bildern zum Erdbeben veröffentlicht wurden. Und auch das ein Indiz, nicht zu anderen Ereignissen der Zeit, etwa dem sich zeitgleich ereignenden Erdbeben in Neuengland. Besonders interessant ist in dieser Hinsicht auch die Art der Bilder der Folgen des Bebens. Dargestellt wird das Lissabon der Ruinen, doch hat es diese Ruinen so gar nicht gegeben. Denn der Minister Pombal hatte den sofortigen Abriss der Ruinen angeordnet, um Platz für die neu zu bauende Stadt Lissabon zu schaffen. Ruinen waren daher so gut wie nicht stehen geblieben. In den Darstellungen aber wird die erhabene Schönheit der zerstörten Stadt, die ihrer vergangenen Größe nachtrauert, gezeigt. Man kann also, wie es scheint, bis 1755 zurückblicken und findet Probleme, die bis heute in der Medienlandschaft Bestand haben. Große rote Überschriften zu Themen, die sich gut verkaufen. War denn alles erstorben? Dort, wo täglich der regste Verkehr, wo täglich ohne Ausnahme mit der Flut wie mit der Ebbe große und kleine Küstenfahrer, Boote aller Art von und zur Hauptstadt eilten. Hier, wo sich Meer, Strom und Land erblicken ließ, hier war nichts Lebendes, keiner der unzähligen Seevögel, keine Bewegung an unserem Lande, kein Boot am Ufer, nichts, gar nichts. Natürlich bedeutet das alles nicht, dass das Erdbeben von Lissabon keine große Bedeutung für das 18. Jahrhundert hatte. Tatsächlich könnte man sagen, dass diese noch größer war, als man lange angenommen hat. Einmal eben, weil man die These aufstellen kann, dass es sich hier um so etwas wie das erste große Medienereignis der Geschichte handelt. Die Einflüsse, die in das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert beschrieben werden, reichen aber noch in ganz andere Gebiete weiter. Lauer schreibt: Eine differenzierte Antwort auf die Frage nach dem eigentümlichen Status der Ereignisse von 1755 wird gleich auf mehrere Ursachen verweisen müssen.
den Wandel der Wissenschaften, die zunehmende Bedeutung der Medien für eine entstehende Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts, die politische Instrumentalisierung und die Ausnahmerolle Voltaires für die Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts. Erst dies alles zusammen begründet jenen Katastrophendiskurs, der bis heute fortdauert. Zum Beispiel kamen infolge der Katastrophe völlig neue Erklärungsmuster im Bereich der Erdbebenforschung auf, die man als Beginn der modernen Seismologie deuten kann. So versuchte sich zum Beispiel Immanuel Kant an einer naturwissenschaftlichen Erklärung für Erdbeben, wobei er sich große, mit Gas gefüllte Höhlen unter dem Meer vorstellte. Mit politischer Instrumentalisierung spielt Lauer darauf an, dass nach dem Beben der Marquês de Pombal, erster Minister Portugals, den Moment nutzte, um mit aller Macht den aufgeklärten Absolutismus durchzusetzen. Also eine absolutistische Herrschaftsform auf den Füßen vermeintlich rationaler Argumente, in deren Sinne auch das Erdbeben rational begriffen und erklärt werden sollte. Bürger, die sich dem widersetzten und das Beben als Strafe Gottes interpretierten, mussten mit dem Tod rechnen. All diese Punkte widersprechen natürlich, im positiven wie negativen Sinne, der Deutung, das Erdbeben habe in irgendeiner Weise für einen Knick in der Aufklärung gesorgt oder den menschlichen Forschungsdrang erschüttert. Man könnte sogar zu der Interpretation kommen, dass das Gegenteil der Fall war und die Katastrophe einen noch stärkeren Willen der Menschen hervorgebracht hat, die Welt rational verstehen zu wollen. Wir leben in einer Zeit, in der Naturkatastrophen und der Umgang mit diesen ständig präsent sind. Ein Blick zurück zeigt uns auf der einen Seite, was für tiefe Einschnitte solche Ereignisse für die Menschen hinterlassen, die in der jeweiligen Zeit leben, und natürlich besonders für die, die sie erleben. Dass manche Menschen Momente unermesslichen Leides für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Dass nicht immer alles ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Wir können aber auch sehen, dass selbst ein Ereignis, das vielen wie das Ende der Welt vorgekommen sein mag, nicht in der Lage war, den Menschen die Hoffnung zu nehmen, den Drang zu einem besseren Leben. Dass es bei einigen auch zu etwas geführt hat, was wir heute so nötig haben wie selten zuvor. Zu einem Umdenken. Einzelne dumpfe Schüsse hallten durch die Luft. Es hallte von allen Türmen, aus allen den vielen unzähligen Kirchen ein gedämpftes, von Ort zu Ort fortgesetztes Geläute, während große schwarze Trauerflaggen, grell beleuchtet von der den Meeresrand berührenden Sonne, von der Spitze mehrere Türme zu erblicken waren.